So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von Train Fever Season 8. Ja, das Spiel läuft wieder. Und mittlerweile ist auch wieder ein Tag vergangen. Ich habe in der Zeit, wo das Spiel nicht lief, fünfmal den Rechner an- und ausgehabt. Haha. ich habe den Rechner wirklich ein paar Mal neu gestartet. Also, das sollte jetzt hier uns nicht mehr aufhalten. Was ich mich gerade frage, ist... Können wir, wenn ich hier... Langbau. Unten durch. Ja, komm mal. Cool. Jetzt habe ich nur nicht drauf geachtet, wie schnell wir waren. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so das Problem. So leicht bergauf ist okay. Dann nehmen wir hier... Haben wir das hier. 246, ja, wieso nicht schneller, weil da hinten dann noch eine Strecke kommt. Jawohl, das geht. Genau, weil hier vorne ja noch die andere Strecke kommt und wir ja uns hier unten so ein bisschen am Flusslauf lang hangeln wollten. Das war ja so eigentlich ein bisschen der Plan, den ich hier verlauten ließ. Und dann können wir das auch mal testen. Ja, ich glaube, so viele haben die Strecke noch nicht gesehen gehabt, die wir hier gebaut haben. Das ist halt so eine Riesenstrecke. Das wird unsere spätere Schnellzugstrecke, wo wir dann mal Züge testen können und sowas. Ich hoffe, dass das gut wird. Nicht gut sein wird, sondern gut wird. Dass wir dann hier auch sehen, jo, das ist gut. So können wir den laufen lassen. Wie steil gehen wir denn hier runter? Ja, hier unten wäre dann schon wieder fast das Ende, ne? Die dürfen wir nicht noch mal runter. So, und hier müssten wir schon eigentlich einen Tucken nach links. Problem ist die Strecke selber. Ja, irgendwo müssen wir hier unten ja, oder sollten wir hier unten ja lang. Okay. Oh, 5 Minuten. Ups. Das wird, glaube ich, eben gerade ein bisschen teuer. So, ja, ich ziehe als erstes die nächste an der... am Wasser. Und dann einfach die zweite hinterher. Einfach zu schauen, wie weit wir hier kämen. So, das heißt, bis hier vorne kann ich wieder abreißen. Zack. Komm, machen wir da. Dann den da weg. Dann können wir hier die Verbindung machen und schlappe 300 fahren. Ja, wir haben es vorne an der Kurve verkackt, an der ersten hier. Hier konnten wir nur 261 oder sowas. Das ist schon ein schön Geschwindigkeitsverlust, den wir hier machen. Wieso spinnt denn der hier so komisch rum? Ich habe keine Ahnung. Genau, das heißt, hier werden wir leider ausgebremst. Ist aber auch nicht so schlimm. Dann fahren wir da halt einen Tucken langsamer. Und dann würde ich gerne hier die Strecke langlegen. Oh, da ist eine Haltestelle. Mhm. Kurz weg. Ah, das ist eine Hauptverbindung. Ah, fuck. Und wetten, ich kann keine andere Verbindung bauen, dann lache ich. Wartet. Hö? Lol. So, geht das jetzt? Gebäude müssen entfernt werden. Das ist gut. Dann machen wir das einfach mal, weil wir hatten gesagt, wir wollen hier lang. Deswegen gehe ich jetzt hier auch lang. Komme, was wolle. In dem Fall komme, was nicht kommen sollte. Und zwar eine Ecke.
einem Haus dran. Beziehungsweise sind ganze Häuser-Ecke kommt er ja. Die reißen wir einfach mal kurz hier ab. Dann bauen wir das hier vorne halt ein bisschen neu. Pust ein bisschen. Genau, da müssen wir für den Bus gleich erstmal den Übergang bauen, den neuen. Oh. Ja. Ja. Wir brauchen hier nicht nur einen Übergang. Wir brauchen hier ein paar mehr. Hauptverbindung. Nee. Das ist ein bisschen blöd. Das heißt, wir müssen leider hier mit einem Tunnel durch. Das ist ziemlich uncool. Weil ich auch nicht keinen Tunnel bauen wollte. Dann bauen wir halt einen kleinen Tunnel. Dann ist es halt so. Dann müssen wir halt nur auf unsere Geschwindigkeit achten, dass wir die dann hier in dem Fall beibehalten. Wieso kommen wir denn eigentlich erst so spät hier hinten wieder raus? Komisch, komisch. So, dann sparen wir uns da eine Hauptverbindung. Zack, und den dann dadurch. Ah, hat die Stadt halt so ein bisschen Platz. Da ist immer noch die Haltestelle. Und wir fahren da garantiert drauf im Normalfall, ne? Ja. Das heißt, wir verlegen einfach mal die Brücke hier rüber. Möglich. Also, das ist echt möglich. So, drehen. Wir dürfen nur nicht zu lange warten. Weil sonst ist die Haltestelle da weg. Die Gebäude müssen als erstes entfernt werden. Nicht genug. Was? Wieso denn nicht genug Platz? Ich will doch hier nur die Straße abreißen. Komisch. Dann setzen wir das einfach dahin. Und dann tauschen wir die Brücke einfach nochmal aus, weil wir da schon wieder die Fallscharten nehmen. Nehmen wir die Pfeilerbrücke. Ist immer noch die für mich attraktivste in der Hinsicht. So, das heißt, wir haben hier eine komplette Strecke aufgeräumt, haben genug investiert. Oh, mir fällt auf, wir sind hier über 1 Billion gekommen. Ja, läuft. Hätten wir das im Solo-Spiel geschafft, hätten wir jetzt einen Erfolg dafür, dass wir 1 Billion ohne Mods geschafft hätten. Was mich natürlich begeistert hätte, aber wir haben es ja nicht geschafft. Also nicht ohne Mods. Weil wir spielen ja mit Mods. Haha. Eigentlich müssten wir nochmal so eine Season machen ohne Mods. Vielleicht machen wir das ja in Transport Fever. Ich würde gerne endlich mal den ersten Videoinhalt sehen. Zu dem Spiel beziehungsweise selber das Spiel endlich anspielen dürfen. Das wäre noch. Wow. Ja, das wäre noch echt eine Schönheit. Am besten noch dieses Jahr. Obwohl soll ja noch dieses Jahr rauskommen. Ha. So. Dann fahren wir also hier eine ganze Ecke, Alter. Ich mache, glaube ich, gleich erstmal am Bahnhof. Wir probieren dann erstmal ja die Verbindung aus. Ob das denn überhaupt gehen würde. Hier ist die Frage, gehen wir rechts oder gehen wir links? Langsam müssten wir links lang fahren. Weil die Stadt ist da hinten. Oder wir fahren halt rechts drumrum oder wir fahren halt links drumrum. Links ist aber halt die Güterstrecke.
Ja. Ich glaube, wir fahren erstmal hier so diesen Tunnel links rüber. Das war dann irgendwie Richtung dieses Holzfällerlagers da kommen. Außerdem da hinten. Dann müssen wir da mal gucken, was wir da schaffen. Geht das? Ja. So, bevor ich jetzt hier aber großartig weitermache, mal sage ich mal kurz hier: Guten Tag. Ah, nee, da vorne. Ja, was? Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Das reißen wir gleich einfach nochmal ab. Ich würde gerne hier einen Bahnhof hinsetzen. Nur zu Testzwecken. Also nicht wundern, der wird auch wieder abgerissen. Dann nehmen wir. Wieso ist denn das Fenster so weit unten? Komisch. Dann nennen wir die einfach mal Testlinie. Die ist dann unser, ja, Test. Unsere Teststrecke, beziehungsweise einfach nur die Geschwindigkeitsanzeige, Lok, und für den ersten Überblick, wie es halt aussieht, die wir hier erstellen wollen. Jo. Und dann machen wir hier das mal ganz kurz. Triebwagen. Den wollte ich hier gerne auf der Strecke haben, weil es ist mal wieder was anderes. Und dann hätte ich den gerne mal auf der Teststrecke. Ja, wir werden da auch noch ein paar andere Züge ausprobieren. Einfach mal, um zu gucken, wie hier wirklich die Höchstgeschwindigkeit ist. Nein, wir werden es eh nicht 100% schaffen, Höchstgeschwindigkeit, weil dafür ist einfach teilweise die Strecke viel zu kurz. Ja, das kann man so wirklich sagen. Wir behalten da erstmal den Zug im Auge. In der Zeit bauen wir hier einmal weiter. Und dann müssen wir entweder jetzt hier oben drüber oder unten drunter. Bei Kreuzungen gibt es noch nicht. Und das ist auch eine coole. Das hätte ich gerne. Knacks-Achsbruch. Oh, alter Schwede. Also wenn mir jetzt hier einer sagt, dass das nicht eng ist, dann weiß ich das auch nicht mehr. Erstmal Screenshot, weil sonst glaubt mir das ja keiner, wenn ich das sage. Ach ja, wir konnten da so eine enge Strecke bauen. Wie? Okay, die Möglichkeit gäbe es hier rüber. Den. Dann nehmen wir hier auch noch diesen Teil mit. Und machen den dann halt wieder gerade. Naja, nicht gerade, aber nur so leicht gebogen. Und dann hier mit der Betonwand. Jetzt sind wir nämlich hier auch an den Problemstellen erstmal vorbei. So, das heißt, wir müssen dann nur noch später den Bahnhof austauschen. Durch die Strecke, durch die ganz normale Strecke. Dann geht das nämlich auch. Natürlich könnt ihr jetzt sagen, ach, wir bauen hier hinten einfach den Bahnhof dran. Da fahren wir halt noch einen Tucken weiter. Ja, aber das will ich ja nicht unbedingt jetzt noch. Ich würde hier gerne gerade rüber. Und ja, ab 160 gibt es normalerweise keine Bahnübergänge. Das hat mir auch schon einer zweimal geschrieben. Aber hier ist es halt so, wir haben hier auch Bahnübergänge. Auch mit über 160. Aber hier vorne ging das zum Beispiel eben nicht. Deswegen müssen wir da mal gucken, ob wir hier vielleicht so gehen. Also erstmal so leicht hier vorbei. Oder ob wir sagen, Junge, wir machen hier doch einen Abzweig. Da kommen wir auch nur bis 200. Ja, der Zug fährt gerade in den Bahnhof ein. Wenn jetzt hier bitte dann noch links daneben der Strecke geht, oh, dann wäre ich schon zufrieden. Das geht, andersrum ging es nicht. Ey, ja. So, wir schauen dem Zug einfach mal zu. Passt auch gerade so in den Bahnhof, wie immer. Perfekt getimed und perfekt gepasst. Und dann geht es hier erstmal auf unsere Reise.
Wir fahren nur einseitig, also nicht wundern. Egal welche Seite er fährt. Wir fahren nur einseitig. Normalerweise müssten wir rechts rum. Aber weil halt derzeit nur ein Gleis, können wir nur links fahren. Weil der Bahnhof auf der linken Seite ist. Wer hätte es anders gedacht? Erwartet. So. Erstmal gucken wir jetzt hier, wie die Strecke allgemein so ist. Da kommt unsere Deutschlandtrasse gerade außen oder ins Bild. Das ist ja hier alles okay. So, 100 fahren wir schon. Wow. Also wenn ihr euch die Zuglänge mal verguckt zwischen IC 3 und IC 1, da gibt es schon Unterschiede, ja. So, trotz einer kleinen Steigung gibt da ein bisschen Gas. Ja, hier fahren wir dann ja schon ein ganzes Stück runter, wenn wir hier einmal über den Scheitelpunkt sind. Und ja, es ist gerade auf französischem Gleisbau die Strecke. Hust, so wie der Zug fährt. Und genau hier kommen wir ja noch mit der Geschwindigkeit hin. Ja, jetzt sollte aber langsam mal ordentlich Kette kriegen. Hier ist jetzt erstens der ganze Tal bergab. Ja, da kommt, glaube ich, noch eine Steigung drin. So, einmal kurz gucken. Ja, so ist es doch schön. Ich mag den Sound auch, wenn der ICE an einem vorbei rauscht und dieses oder allgemein so, wenn die Achsen über die Schienen brettern. Beziehungsweise über die Schwellen. Ich mag das Geräusch einfach. Hier, gucke, da oben fährt zum Beispiel unsere deutschfahrige Strecke, deutsch-genische Strecke. Wir fahren gerade 200. Der fährt da garantiert mehr als 200 schon. Gucken wir. Ja, knapp 200 fuhr er zu dem Augenblick. Aber wir werden ihn halt nicht richtig treffen von da. Was? Wir gehen auf 160 runter. Hier ist irgendwo noch eine Stelle. Wartet mal, ich muss mal kurz das Spiel pausieren. Wir wollten ja eigentlich mit dem Zug mit. Oh, hier hat er. Das ist aber alles 300 ausgelegt. Ja, die Ecke hier nicht. Das ist 257. Aber es sollte trotzdem kein Problem darstellen, eigentlich. Ah, ne, vielleicht habe ich auch gerade auf den falschen Zug geguckt. Ich Idiot. Ja, und das Sensor ja unten links. Ich bin ein Held. Ja, das kann man ruhig so sagen. So. Jawohl. Das war der Zug. So, jetzt kommen wir in den Stadtbereich. Jetzt sollte er, glaube ich, langsamer werden wieder. Oder erst nach der Stadt. Ich habe keine Ahnung, wann er langsamer wird. Sieht halt schon ziemlich cool aus. Wartet mal. Ich gehe mal noch eine Brücke weiter. Dann warten wir hier einfach mal auf den Zug. Irgendwie so, keine Ahnung. So, wir fahren 253. Ja, läuft, würde ich sagen. Dann sollten wir hier vorne wieder rauskommen. Ja, er hat wohl im Tunnel abgebremst oder angefangen abzubremsen. Aber da vorne kommt der Bahnhof. Es hat aber schon was. Also alleine diesen Zug hier auf der Strecke zu haben, ist schon genial. Ich werde dann wahrscheinlich zwei Züge nehmen, einer auf der einen Seite und der andere auf der anderen Seite als Startpunkt. Das kann, glaube ich, echt was Schönes werden. Ja. Gut, jetzt können wir hier auch noch gerade mit den
120 über dem Bahnübergang. Oh. Wir gehen hier aber ganz schön hoch noch. Vielleicht sollten wir das hier mal ein bisschen abflachen. Das ist nur wegen dem Bahnübergang, ne? Ja. Auf der einen Seite, auf der anderen, ups. Da sind wir ja locker rüber. So, ich mache das Spiel mal kurz schnell. Ich muss den Zug einfach nur drehen sehen. Dann können wir nämlich den Bahnhof abreißen. So, Abzug. Wollen ich nicht mehr. Machen wir gerade Minus oder machen wir gar kein Geld? Schlecht zu erkennen. Weil ich auch nicht wirklich drauf geachtet habe bis jetzt. So, kurz weg. So. Dann müssen wir das Spiel kurz wieder anhalten. Damit der Zug nämlich hier nicht wegfährt. Weil das ist nämlich ein Punkt, den wir uns vielleicht ein bisschen öfter merken sollten. Wir müssen auf die Züge aufpassen, die hier fahren. Weil, wenn wir den jetzt zum Stehen bringen, dann ist blöd. Ja, wieso blöd? Weil dann nicht nur der Zug steht, wenn er nämlich den Bahnhof umblockiert, sondern stehen ein paar Züge mehr, die dann unser System so ein bisschen blockieren. Und wir uns dann denken so, geiler Scheiß. Hätten wir das jetzt mal nicht gemacht. So. Wie wäre es denn hier so durch die Stadt? Oder über die Stadt? So hier oben drüber einmal als Brücke. Das hätte, glaube ich, was. Aber da ist halt die Frage, wie geht das? Beziehungsweise, wie einfach geht das? Kollision. Das dürfte aber noch funktionieren. Wartet mal. Sorry. Zack. Und daneben dann noch eine. Jawohl. Dann bitte hier unten 300 schaffen wir auch noch. Was will man mehr? Jetzt habe ich mich am besten auf die falsche Schiene verlassen. Die habe ich Gott sei Dank nicht. Das heißt, wir können ihn hier auch mit 300 rüberbrettern. Durch die Stadt durch. Und dann müssen wir eh bis da hinten hin. Das heißt, wir kreuzen nochmal mindestens eine Linie. Das ist ziemlich blöd. Eigentlich würde ich ja... Nein! Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Mein liebster Weg wäre halt nur ganz leicht an der Strecke vorbei. Also, dass man halt noch so sieht, jo, da fahren wir halt dran vorbei. Zum Beispiel sowas, ne? Dann halt hier runter. Oh Gott, ich hab's heute aber auch mit dem Falschbauen, ne? Aber so viel müssen wir in dem Fall ja nicht begleichen. Naja. Nicht ist übertrieben, aber nicht extrem viel. So. Ich würde dann hier gerne aber rüber oder links daneben oder rechts daneben vorbei. Jetzt müsstest du eigentlich hier so eine Brückenception machen, wo wir einfach eine Brücke über eine Brücke legen. Das dürfte dann aber ab hier klappen. Also wenn ich jetzt hier beginne, dann hochzubauen, dann dürften wir, oh, dann dürften wir hier locker über alles rüberkommen. Nope. Will er nicht.
So. Dann eiskalt mal mit 300 hier oben drüber. So. Es ist aber auch schon wieder zu lang, die... Also die Steigung ist zu lang. Ich würde gerne hier was Kürzeres nehmen wie das hier. Dann gehen wir nämlich nicht extrem weit hoch, sondern nur so, ja, doch schon einen Tucken hoch. Aber halt nicht so verdammt weit. So, 200... Das wären 300. Soweit muss ich auch nicht da lang. Juhu, Outlook. Dankeschön für die Mail. Das. Dann gehen wir hier eine Stufe runter. Behalten halt immer noch unsere 300 bei. Und dann können wir hier schauen, dass wir hier wieder die Pfosten oder die Betonpfeiler nehmen. Das ist gerade? Nein. Das ist gerade. Zack. Und dann hier einmal zurück. Wow, das geht. Wir haben kaum Probleme, ey. Das ist echt merkwürdig. Normalerweise, wenn wir eine Strecke bauen, haben wir unzählige Probleme, ne? Aber heute haben wir irgendwie so eine halbe Strecke gebaut. Oder mehr als eine halbe Strecke gebaut. Die Strecke ist schon mega lang geworden. Halt mega viel gebaut und dann hatten wir halt immer so viele Probleme. Aber jetzt irgendwie... Ach ja, okay. Pfupp, geht. Ne? Das ist halt ein bisschen strange. Lass mal nochmal machen. Das hier wegreißen und dann machen wir hier nämlich einen geraden Übergang raus. Gerade in dem Sinne, dass wir dann halt nicht zu tief absacken. Okay, oder leicht wieder aufwärts. Dann haben wir hier das Problem auch schon mal so ein bisschen gelöst. Also es wird halt, glaube ich, ein bisschen chillig, wenn wir dann hier einmal rüberjagen mit 300 oder ich weiß nicht wie viel. Wahrscheinlich werden wir hier schon nur noch auf 200 kommen, weil hier ist der Bahnhof, wo wir ran müssen. Na, also wir werden dann auch wahrscheinlich hier das Bahngleis nochmal erweitern. Beziehungsweise tauschen, dass wir dann hier halt vier Spuren raus haben. Zwei gehen dann auf einmal hier so weg. Mit, keine Ahnung, 250 oder sowas. Dass wir dann sagen, jo, das ist unsere Strecke. Ich weiß noch nicht genau, wo die lang geht, deswegen will ich mich da auch noch nicht so 100% drauf festlegen. Aber sie sollte dann halt hier irgendwie rumgehen. Dass wir die dann halt so ein bisschen einkesseln. Wir können ja hier anfangs schon mal so ein bisschen legen, dass ihr ungefähr seht, wo wir lang können. So. Und dann halt, ja. Da ist echt die Frage, wie macht man das jetzt hier am besten? Die Kurve dann irgendwie so legen und dann hier halt ein zweites Gleis daneben. Dass man sagen, ja, das ist halt das Ankunftsgleis. Auf dem dürft ihr euch bitte festnageln, was ihr da haben wollt als Geschwindigkeit. Sucht es euch aus. Was war hier? Jetzt ist das Signal im Weg. Ihr mich auch, ey. Wartet mal. Signal im Weg. So, 161 ist noch okay. Dann machen wir kurz hier mal einen Abzweig rein. Und dann ist es ja nicht mehr weit, dann machen wir das heute noch. Hier zu Ende das letzte Stück. Und dann machen wir einfach in der nächsten Folge den Anschluss, den passenden. Jetzt ist halt die Überlegung, gehen wir oben drüber, gehen wir unten rüber oder machen wir gar nichts.
Also wir müssen irgendwie wohl doch was machen, weil wir wollen ja die Strecke gerne beenden. Ja. Eigentlich wäre es dann ja echt schon sinnvoll, wenn wir hier auch sagen, jo, wir gehen hier runter. Aber wir können halt noch ein ganzes Stück oder ein kleines Stückchen hier noch gerade gehen. Bevor wir dann halt hier sagen, Junge, wir hauen hier ab. Ich will euch nicht mehr. Und dann ist er halt weg. Ja. Das wäre jetzt so der Alternativplan. Dass wir halt hier unter den Strecken erstmal durchgehen. Dann hier sagen, Junge, wir müssen bis da vorne hin. Das heißt, eigentlich unterirdisch wäre es egal, wo wir da lang fahren. Nur oberirdisch ist halt die Frage dann. Wir könnten auch diesen ganzen Teil hier blocken oder unterirdisch fahren. Das wäre auch eine Idee. Dann haben wir da halt zum Ende noch so ein bisschen. Wir fahren halt unten durch. Ist mir halt egal. Action. Das soll jetzt nicht falsch klingen. Und dann haben wir das da. Wo ist denn das zweite Gleis? Da oben. Zack. Dann gehen wir hier auch runter. Okay, hier können wir sogar ein bisschen später runtergehen. Zack. Und dann laufen wir da nicht so steil rein. Und dann brauchen wir da die Kurve. Stopp, stopp. Das ist rechts, ist links und das ist rechts. Fail. So, wir wissen ja ungefähr bis da und dann auf eine runter. Und dann die Verbindung. 2,01 Millionen. Ja, Outlook, Dankeschön. Ich nerv dich doch auch nicht die ganze Zeit. So. Genau, das heißt, wir hätten jetzt hier erstmal diesen Teil ja getunnelt, fertig. Genau, auf dem Gleis fahren wir dann ja auch. Der eine Bahnhof existiert nicht mehr. Ich glaube, der da war das, ne? Ja. Der existiert nicht mehr. Dann fahren wir den jetzt einfach hier runter. Nur erstmal, ja, als Anführungszeichen Test mitbezogen. Dann müssen wir halt mal schauen, wie das geht. Und dann müssen wir halt mal in der nächsten Folge darauf achten, wie der Zug sich halt schlägt. Ob er halt gut ist, schlecht ist. Werden wir ja alles sehen. Da werden wir dann auch nochmal die komplette Strecke abfahren. Soweit wir dann komplett fertig sind mit dem Aufbauen. Und ja, wir haben noch so ein bisschen was vor, ne? Also die 12 müsste der hier sein. Nee, das ist die 10. Was ist die 12? War das der TGV? Nee. Das war auch nicht die 12. Doch, müsste ein TGV sein, die 12. Ach, stehen ja auch zwei drin, ich Idiot. Haha. Genau, werden wir dann halt mal schauen, was da noch so geht. Von daher, Dankeschön euch fürs Zuschauen. Ihr könnt ja mal in die Bewertung oder in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das halt findet, auch mit dieser Doppelbrücke. Also, dass wir hier zweimal zwei Linien überfahren. Zweimal zwei Linien überfahren, Alter, das hört sich auch an. Die fahren wir nämlich einmal im Kreis unten durch, also einmal hier und dann nochmal da drüben, damit wir da hochkommen. Und dann halt mit dem TGV auf der anderen Seite. Ist halt so die Geschmacksfrage, aber wie gesagt, das dann in der nächsten Folge. Bis dann auf jeden Fall eine wunderbare Zeit. Schönen Start in die Woche und ciao.